Das war nämlich der Typ, der immer mit Psst kommt her und so. Ja, ja. Ich muss mit euch sprechen. Es ist wichtig. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Lasst uns nicht hier darüber reden. Kommt zum Gitter am Abwasserkanal im Nordosten der Sheogorath-Statue. Kommt, wenn es dunkel ist. Und kommt allein. Okay. Mach ich. Was sagt mir denn jetzt bitte mein Einbruch der Dunkelheit? Aha. Oh, Hundilein. Oh, Hundilein. Eigentlich mag ich ja mehr Katzen, aber dich finde ich auch süß. Tja. Ich warte jetzt mal, bis es dunkel wird. Ich weiß nicht, was er unter Einbruch der Dunkelheit versteht. Aber ich würde sagen, so diese Uhrzeit. Aha, er macht sich auch wieder auf den Weg. Nur wo ist dieses Gitter? Ich suche das Gitter hier zufällig. Oder woanders. Ah, da bist du ja. Wo gehst du hin? Ich weiß nicht, ob du das mit Einbruch der Dunkelheit meinst, aber egal, ich folge dir einfach mal. Hund? Ja, nicht du, du bist nicht mein Hund. Auschner, hi, danke für den Hund. Guten Tag. Geht er jetzt dahin, wo ich ihn haben will, oder geht er geradeaus? Geh nach rechts. Ich hab gesagt, du sollst nach rechts gehen. Was heißt denn bei dir bitte Einbruch der Dunkelheit, du Arsch? Ah. Wie ich das hasse. Ach, da bist du schon wieder. Gehst du jetzt bitte zu irgendeinem Gitter, dass ich mit dir reden kann, eventuell? Ja, sieht aber gut aus, dass er zu einem Gitter geht. Aber das ist schon mal anders schief gegangen. Also ich sage, nachdem er gesagt hat, was er will, sage ich euch, was schief gegangen ist. Ja, ich glaube, er geht zum Gitter. Das müsste nämlich hier um die Ecke sein. Du gehst jetzt wohl nicht nach Hause, oder? Hier ist das Gitter. Halt! Wie? Lasst uns nicht hier darüber reden. Kommt, wenn es dunkel wird, zum Gitter am Abwasserkanal, im Nordosten der Statue von... Ja. Ich habe den Zaxa gesehen und ich habe ihn... Oh Gott, Alter, wann ist es denn bitte für dich dunkel? Ich habe keine Lust, hier 1000 Jahre zu warten. So, ist jetzt gut? Ach, du schon wieder. Ist jetzt dunkel genug für dich? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde sterben. Deswegen werde ich hier die Felsen runtergehen. Langsam. Ach ja, da unten stehst du ja. Hallo. Ah, ich bin froh, dass ihr kommt. Also, seid ihr an einem Nebenverdienst interessiert? Ja, immer. Hervorragend. Es ist eine einfache Aufgabe. Ja, ihr müsst nur eine einfache Aufgabe erfüllen. Wie lautet die Aufgabe? Dieses Leben, es ist so voller Schmerz. Wo ich auch hinschaue, ich sehe Tod, Sterben, Verfall. In meinen Träumen sehe ich eine Welt ohne Sonnenschein. Ich muss ständig würgen oder schlafe ein oder schreie jemanden grundlos an. Ich habe das alles so satt. Warum begeht ihr nicht einfach Selbstmord? Habt ihr diese armen Seelen auf dem Freitodhügel gesehen? Denkt ihr, ein solches Leben ist besser als dieses hier? Nein, ihr müsst mich töten. Wie möchtet ihr sterben? Ich will nicht wirklich wissen, wie es passiert. Ich möchte hier in der Stadt sterben, damit mir all diese Leute endlich glauben. Dann würden sie sich wünschen, sie wären netter gewesen. Ihr wollt aber sicher keine Zuschauer dabei haben, damit ihr keine Probleme bekommt. Es sollte am besten nach einem Unfall aussehen. Aber denkt daran. Ich will nicht wissen, wann und wie es passiert. Überrascht mich. Es soll also wie ein Unfall aussehen. Und wie? Naja, das ist eure Sache. Ich werde mein alltägliches Leben weiterführen und so tun, als ob sich nichts geändert hätte. Macht es, wann immer ihr möchtet. Aber bitte macht es bald. Und was ist mit der Belohnung? Ach, das. Wenn ihr mich tötet, nehmt den Schlüssel zu meinem Haus. Ich habe nichts wirklich Wertvolles, außer dem Inhalt eines Schmuckkästchens. Ihr könnt es nehmen. Na gut, ich tu mal so, als sei alles normal.
Tut, was ihr tun müsst, und zwar möglichst bald. Aber lasst mich zuerst weggehen, damit ich nicht weiß, wann es passiert. Gut. Stopp! Nicht so! Ja. Es soll überraschend kommen. Doch jetzt noch nicht. Das ist jetzt eh geil. Wenn man dem Typ jetzt hinterherläuft, dann zuckt er immer so zusammen. Und das ist dann auch schief. Ach, hey. Das ist dann auch schief gegangen. Ich will dir doch noch gar nichts tun. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich damit zu lange gewartet. Also ich hatte mit ihm schon gesprochen, alles geklärt. Und dann, er hat ja eben, wo ich ihn das erste Mal angelabert habe, da oben gestanden. Und da kann man ihn auch runterschubsen, dass es nach einem Unfall aussieht. Und irgendwie funktionierte das nicht mehr. Auch wenn hier eine Wache steht. Wir speichern hier nochmal. Und dann warten wir, bis er wieder da steht. Was hoffentlich bald ist. Er steht da. Jetzt bin ich gespannt. Na gut. Ich tue mal so, als ob alles normal wäre. Tut, was ihr tun müsst. Möglichst schnell. Aber lasst mich zuerst weggehen. Ich möchte es nicht kommen sehen. Ich habe so das Gefühl, dass es schon wieder nicht funktioniert. Weil ich will den nicht beklauen. Ich will den da runterschubsen. Weil das funktioniert wirklich. Ich weiß nicht, warum es jetzt schon wieder nicht geht, aber... Nein, ich will dich doch nicht... Herr, verzeiht, dass ich euch damit belästigen muss. Aber anscheinend liegt ein Missverständnis vor. Ein kleines Zeichen eurer Anerkennung könnte das aus der Welt schaffen. Oder vielleicht wäre es besser, wenn wir jetzt gingen. Wiedergutmachung zahlen. Sehr wohl, Herr. Wie ihr wisst, muss ich euch auch jeden Gegenstand abnehmen, der als gestohlen betrachtet werden könnte, um Frieden und Gerechtigkeit im Reich zu bewahren. Folgt mir bitte! Ach, leck mich doch am Arsch. Wir laden nochmal. Ich hab gedacht, die Strafe zu bezahlen würde einfach reichen. Hoppla, ich bin ans Mikro gekommen. Also ich kann ihn mal wieder nicht schubsen. Ich kann ihn auch so nicht, das heißt... Jetzt ist er tot. Bitte. Nein! Herr. Ja, bla bla bla. Wenn es anders nicht geht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade etwas genervt, dass hier so unheimlich viel funktioniert. Weil ich kann euch, es hat mal funktioniert. Ich kann euch nur sagen, wenn er runterfällt und es nach einem Unfall aussieht, dann sagt die Wache oben, oh hoppla, das muss ein Windstoß gewesen sein. Ist auch schade, dass hier kein Geländer hängt und so weiter oder kein Geländer ist. Und ich finde das gerade irgendwie sehr frustrierend, dass hier nichts richtig klappt. Das finde ich irgendwie gerade richtig scheiße. Aber okay. Was soll man machen? Der Quest ist abgeschlossen, der Typ ist tot und jetzt hoffentlich glücklich. Ist auch ein sehr makaberer Quest, muss ich sagen. Sieht mich bitte niemand? Guckt weg. Ich darf da rein. Ich habe einen Schlüssel. So, er hat ja gesagt Schmuckkästchen. Ah, hier wird er schon mal versucht haben, sich zu verletzen. Das finde ich auch sehr... Hund! Sehr makaber, der arme Kerl. Tut mir irgendwie sehr leid. Aber jetzt hat er... Musst du überall mit hinkommen, Hund? Ich finde ja schön, dass du aber... Ah, hier sind jede Menge Briefe, die man aber nicht lesen kann. Und hier ist das Schmuckkästchen. Wir haben jetzt den Ring des Glücks. Ja, den hätte er mal besser nehmen sollen. Und das Testament, das werde ich euch mal vorlesen. Werde ich das vorlesen oder je nachdem, wie viel ist es denn? Ja. Okay. Ich möchte schon seit einiger Zeit sterben. Es läuft einfach nicht so, wie es sollte. Eigentlich ist es noch nie so richtig gelaufen. Es scheint niemanden zu interessieren. Überhaupt scheint mich niemand richtig wahrzunehmen. Nicht, dass ich viel zu sagen hätte, selbst wenn mich jemand zum Freund haben wollte. Ich wäre sowieso ein lausiger Freund. Wahrscheinlich langweile ich sogar den, der diese Zeilen liest. Nein, aber du hättest nicht so viel schreiben sollen, dann wäre ich dir sehr verbunden gewesen. Ich finde mich ja selbst langweilig. Nicht, dass irgendjemand je diesen Brief finden wird, aber was, wenn doch? Wenn ja, dann bedeutet das, dass mein größter Wunsch gewährt worden ist, nämlich zu sterben. Nein, dies ist keine Selbstmordnotiz. Das würde ja bedeuten, dass ich mir das Leben selbst genommen hätte und wir alle wissen, was das bedeutet.
Wer will schon diese Art der Existenz, jeden Tag auf einem Hügel wiedergeboren zu werden, wiederhergestellt? Hä? Okay. Als wäre gar nichts gewesen. Ach so, wiederhergestellt, als wäre gar nichts gewesen. Das wäre noch schlimmer als das Leben, das ich jetzt habe. Hatte. Ja, ja, ja. Ich bin sicher, dass ich jetzt glücklich bin. Mein totes Ich. Mein totes Ich. Das Ich, das diese Zeilen schreibt, ist überhaupt nicht glücklich. Ist nie wirklich glücklich gewesen. Jedenfalls ist der Zweck dieses Schreibens, mich bei demjenigen zu bedanken, der mich getötet hat. Immer gerne. Du hättest nur nicht so viel schreiben sollen. Mein einziger Besitz ist dieser sonderbare kleine Ring. Ein Zauberer hat ihn mir mal geschenkt. Er meinte, ich würde ihn an seinen toten Sohn erinnern. Ich glaube, jetzt bin ich seinem toten Sohn noch ähnlicher. Ha, ha, ha. Jedenfalls meinte er, dass es mich glücklich machen würde. Mir die Last der Welt von den Schultern nehmen oder sowas in der Art. Wenn ich es mir recht überlege, war das einzige Mal, Wenn ich es mir recht überlege, war das einzige Mal, dass mir jemals etwas geschenkt wurde. Boah, Alter, hätte ich das bloß nicht angefangen vorzulesen. Ich persönlich halte das Ding für wertlos, genau wie mich. Ich habe es eine Zeit lang mit dem Glücksring versucht, aber irgendwann wollte ich ihn nicht mehr tragen. Ich fühlte mich immer so seltsam damit, gar nicht wie ich selbst. Ja, du fühltest dich glücklich, ne? Das hat dir irgendwie nicht gepasst, glaube ich. Das gefiel mir nicht, deswegen habe ich ihn weggeschlossen. Aber hübsch ist er schon. Dafür könnte es bei einem Händler ein paar Goldmünzen geben. Entschuldigt, dass ich nicht mehr hinterlassen habe, aber in meinem Leben habe ich es eben zu nichts gebracht. Euer sehr ergebener Hieros Klum... Wie heißt der Typ? Clutumnus. Verstorben. Ja, schön. Und ich hätte das nicht vorlesen sollen. Also Leute, es tut mir leid, ich hab's mit der Vorleserei nicht so. Also selber lese ich sehr gerne, aber vorlesen ist nicht so meine Stärke. Wie wir jetzt gemerkt haben. Aber egal, habt ihr was zu lachen? So, wo möchte ich denn jetzt hin? Ich möchte, ja, genau dahin. Finde ich gut. Klenkel Clara, wo bist denn du? Ah, direkt hier. Das ist auch so ein kränkelnder Fall. Oh, hallo. Hi. Kränkel Clara, Eigentümerin. Kommt mir nicht zu nahe. Ihr könntet euch sofort anstecken. Einen Haken bei der Sache? Wieso? Naja, so wie es aussieht, werde ich sterben. Ja, dies könnten meine letzten Tage auf den Shivering Isles sein. Außer, jemand wie ihr hilft mir dabei, das Heilmittel zu finden. Aber niemand hat bisher mein Angebot angenommen. Selbst gegen Belohnung nicht. Ach ja, wenigstens hatte ich ein schönes Leben. Vermutlich. Heilmittel. Wollt ihr mir helfen? Ja, ich werde euch helfen. Vielen herzlichen Dank. Es gibt auf den Shivering Isles nur einen Ort, an dem ihr ein Heilmittel für meine Krankheit finden könnt. Am knorrigen Dornbusch. Ich markiere es auf eurer Karte. Dort befindet sich an der untersten Stelle ein Becken mit dem Heilmittel Aqua Nostrum. Der Legende zufolge sprudelt es um eine alte Statue herum. Bringt mir das Heilmittel und ich werde euch reichlich belohnen. Hier, nehmt diese besondere Flasche, um das Aqua Nostrum zu sammeln. Dankeschön. Ja, und jetzt werden wir gehen. Niemand weiß, wie viel Zeit wir noch bleiben. Hund, kann ich dir nicht sagen, dass du hier bleiben sollst? Ich möchte dich eigentlich nicht verlieren, denn wer weiß, was da uns für Gegner so erwarten. Und das war jetzt ein sehr geiles Deutsch. Ja, auch diesen Ort habe ich schon gefunden.